A1.0. Der Wertverlust verschiedener E-Bike-Modelle liegt zwischen 14 und 33% jährlich. Der Restwert Y Euro des E-Bikes Blitz, Neupreis 3500 Euro, nach x Jahren lässt sich näherungsweise durch die Funktion f y ist gleich 3500 mal 0,85 hoch x mit b gleich r plus Kreuz r plus bestimmen. A1.1 ergänzen die Wertetabelle auf Ganze gerundet und zeichnen sich dann den Graphen der Funktion f in das Koordinatensystem ein. Also erste wichtige Information, man soll auf Ganze runden. Man hat hier die Funktion, um die es geht. Und alles Weitere ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Also Wertetabelle ergänzen. Man hat hier unten die Wertetabelle mit den vorgegebenen x und man soll den zugehörigen Funktionswert berechnen. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Man setzt einfach den x-Wert hier in der Funktion für das entsprechende x immer ein und berechnet dann den Funktionswert daraus. Man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen, wenn man einen Taschenrechner zur Verfügung hat. Dann tippt man einfach die Funktionsgleichung in den Taschenrechner ein und lässt sich per Tabellenfunktion die Werte einfach anzeigen. Also es funktioniert wie folgt. Beim Sharp-Taschenrechner geht man auf y ist gleich, gibt jetzt hier die Funktion ein, also 3500 mal 0,85 hoch x. Und jetzt klickt man einfach auf Table und kriegt dann schon die entsprechende Werte raus. Vielleicht muss man auch die Table-Funktion ein bisschen anpassen, wenn man nicht die Default-Einstellungen hat. Aber hier kann man jetzt im Prinzip alle Werte auslesen. Mit dem Pfeiltasten nach unten findet man auch noch alle weiteren Werte. Und wichtig halt, auf ganze Zahlen runden. Also tragen wir ein. Bei x gleich 0 ist es ein Wert von 3500. Das ist der Anfangswert. Dann bei 1 haben wir 2975, bei 2 sind es 2529, bei 3 2149, bei 4 1827, bei 5 1553, bei 6 1320, 7 sind 1122, und 8954. So, dann kommt der zweite Teil. Man soll den Graphen der Funktion f ins Koordinatensystem einzeichnen und im Prinzip heißt es einfach nur die Wertetabelle hier übertragen. Also 0, 3500, dann 1, 2975, 2, 2529, 3 haben wir 2149, bei 4 sind wir bei 1827, 5553, 6320, 7 1122, der ist ein bisschen zu hoch geworden, und zum Schluss noch die 8954. So, und jetzt das ganzes System so schön wie möglich verbinden und wichtig ist, keine Dellen oder sowas einfügen, wenn ein Wert rausfällt, vielleicht auch nochmal überprüfen. So, bei mir sieht jetzt der bei 3 ein bisschen komisch aus, 2149, also der wird wahrscheinlich ein bisschen drüber liegen. So, dann haben wir hier eine schöne Funktion und dann wäre die Aufgabe schon erledigt.